Hallo bei Supportnet Served. Mein Name ist Jakob und heute geht es mal um das Thema Twitter. Nicht so sehr um unseren eigenen Twitter-Kanal, sondern um eine Idee, wie man den Twitter-Strom so visualisieren kann. Und der heißt Wall of Silvernet. Ich gebe jetzt mal Facebook ein. Da war ja heute eine ganze Menge los und da stelle ich mir vor, dass eine ganze Menge getwittert wird. Und jetzt seht ihr, wie auf so einer Reklametafel, wie ein Mosaikbauten sich die ganzen aktuellen Tweets zum Thema Facebook auf. Ich kann da auch reinklicken, muss eben allerdings hier oben erlauben, dass auch die Pop-ups erlaubt werden. Da kann ich also dann auf den einzelnen Tweet kommen, wenn ich möchte. Hier werde ich allerdings auch nur wieder weiter verlinkt. Und ich nehme mal ein anderes Trending Topic. Ist ja eigentlich immer noch Steve Jobs. Da wurde gerade bekannt, dass der gar nicht MP3s gehört hat, sondern lieber selbst Vinyl. Und auch hier kriegt man also wieder ein ganz gutes Gefühl davon, welche Dynamik hinter Twitter sitzt. Hier ist beispielsweise gerade ein Eintrag aus einem Tweet aus China gewesen. Hier schließt sich mir die Sprache nicht so auf Anhieb. Hier tweetet jemand auf Englisch. Ja, das hat also wirklich Dynamik. Twitter und Wall of Silver, noch in der Beta-Version, wie ihr seht, illustriert das sehr schön. Es gibt hier noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten und es ist vollkommen kostenlos, darf auch in Webseiten integriert werden, was unter Umständen ganz schön ist, um da ein bisschen Bewegung reinzubringen. Wenn ihr mal einen Moment Zeit habt, guckt euch die Seite ruhig an. Ich denke, das macht Spaß. Danke und bis zum nächsten Mal bei Supportnet Surf. Tschüss.